وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Schwestern im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und herzlich willkommen alle Nicht-Muslime am heutigen Abend. Es ist mir eine große Ehre, heute hier vor so einer großen Kulisse einen Vortrag über die Religion zu machen, die ich liebe, die ich vor circa, ja vor fast genau 8 Jahren angenommen habe, nämlich am 11. Mai 2001. Und wozu sind wir heute hier hingekommen? Wir sind hier hingekommen, wie ich schon gesagt habe, weil wir diese Religion lieben und weil wir Missverständnisse aus dem Weg räumen wollen. Und das funktioniert nicht, indem man sich versteckt, sondern das funktioniert nur, indem man ganz offen auf die Menschen zugeht, die Menschen einlädt und jedem die Chance gibt, von einem Muslim etwas über diese Religion zu hören. Wir sind nicht gekommen, um jemanden zu bekämpfen. Wir sind gekommen, um gemeinsam mit jedem Menschen in diesem Land zu gewinnen. Und der größte Gewinn, den wir bekommen können, und das ist unsere Einstellung als Muslime, ist, dass am jüngsten Tag zu uns gesagt wird, Udkhuluha bisalam. Tret in ihn, das heißt den Paradiesgarten, ein in Frieden. Dhalika yawmul khulud. Dies ist der Tag der Ewigkeit, dies ist der Tag der Ewigkeit, das heißt ewiges Leben. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dort gibt es für denjenigen, der dort reinkommt, was er will, und Allah sagt bei uns, weil Allah spricht oft in der Wir-Form, erste Person Plural, das ist ein Majestätsplural, wie beispielsweise ein König sagt, wir haben uns dazu entschlossen, beispielsweise die Straße zu bauen oder ein Schloss zu bauen, und er meint sich selber damit. Das heißt, Allah sagt, bei uns gibt es noch mehr. Das heißt, mehr als das, was der Mensch sich überhaupt vorstellen kann. Alles, was man sich wünscht im Paradies, gibt es noch mehr. Alhamdulillah. Der Bruder hat gerade einige Informationen zur Dawa gegeben. Er hat gesagt, spendet. Für mich ist das kein Befehl. Ich wollte da nur kurz darauf aufmerksam machen. Sondern es ist einfach eine Sache, die uns natürlich unheimlich hilft. Weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass diese ganzen Sachen etwas kosten. Wir sind ja keine Millionäre. Aber natürlich kann jeder dort spenden, wo er es angebracht sieht. Wer uns helfen will, kann uns helfen. Wer einem anderen helfen will, kann jemand anderen helfen. Ich wollte das nur mal kurz betonen. Nicht, dass jemand denkt, wir halten einem die Pistole auf die Brust. Wir wollten nur darauf aufmerksam machen. Was Bilal Phillips angeht, so habt ihr sicherlich mitbekommen, hat der Bruder schon erwähnt, dass er nicht kommt. Ja, wie gesagt, wir haben versucht, ihn hier hinzuholen. Und er ist im Moment mit privaten Problemen beschäftigt. Er muss eine Universität aufbauen in Indien. Und das hat ihn jetzt so beschäftigt, die ganze Sache, dass es ihm einfach nicht möglich ist. Weil er muss natürlich auch gucken, wie er irgendwie über die Runden kommt, ja, und wie er auch sein Geld verdient. Und deswegen konnte er nicht kommen. Aber ich denke mal, wir sind ja heute in erster Linie nicht wegen Pierre Vogel gekommen oder wegen Bilal Phillips gekommen, sondern in erster Linie gekommen, um etwas vom Islam zu hören. Und da ist es eigentlich egal, wer hier etwas redet. Hauptsache, man erzählt etwas Authentisches vom Islam. Wenn ich betrogen vorkommen sollte, er kann ja gerne das Geld, was er beim Eintritt bezahlt hat, kann er gerne am Eingang wieder zurückverlangen. Aber war ja wieder kostenlos heute, oder? Na, Alhamdulillah. Also denselben Betrag kriegt er auch wieder zurück, ist kein Problem. Das wollte ich auch mal kurz sagen, weil manche Leute, ja, es wird sich beschwert. Wir waren jetzt in Holland bei einigen Islamveranstaltungen gewesen. Da musste man vorher Eintritt bezahlen, ja? Das heißt, aber wir verlangen keinen Eintritt, wir wollen ja, dass jeder reinkommt, auch der kein Geld hat. Und deswegen sagen wir ja, wer will, warum verlangen die Eintritt? Wollen die Geld verdienen? Wollen die reich werden? Nee, reich werden kann man sicherlich in Deutschland oder in Holland oder in der Schweiz oder wo auch immer mit anderen Dingen. Ja, also aber bestimmt nicht mit Islamveranstaltungen.
sondern die wollen das Geld, was sie für die Halle ausgegeben haben, wieder reinbekommen. Aber wir sagen nein, weil da würden wir Leute ausschließen. Ich glaube, es war 20 Euro in Holland, ne? Eintritt. Ne? Ja, ja. Wie bitte? 25. Ja, okay, die 5 Euro waren es auch nicht. Aber da würden wir natürlich einige Leute ausschließen, die da nicht kommen könnten. Deswegen sagen wir, jeder kann kommen. Und wer will, der kann 1 Euro spenden oder wie viel er auch will. Jedenfalls, was ist das Thema von heute? Der Bruder hat schon angekündigt, das Thema von heute ist die Liebe zu Allah. Und sicherlich sind einige heute hingekommen, haben vorher das Thema gehört. Der Islam, die schnellst wachsende Religion, was steckt dahinter? Und wisst ihr was? Diesen Titel, den benutzen wir sehr gerne. Wisst ihr warum? Weil da können wir danach alles auswählen vom Islam. Wenn wir also nicht wissen, was wir für ein Thema wählen, dann sagen wir immer, der Islam, die schnellst wachsende Religion, was steckt dahinter? Weil da kann ich über alles erzählen, was es im Islam gibt. Jedes Thema kann ich ansprechen. Weil steckt ja alles irgendwie dahinter. Hat ja alles was mit dem Islam zu tun. Und die Liebe zu Allah ist sicherlich eine Sache, die dahinter steckt, dass der Islam die schnellst wachsende Religion ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah sagt, und von den Menschen gibt es manche, die sich neben Allah Rivalen nehmen, und sie lieben diese Rivalen so, wie man nur Allah lieben soll. Wie man Allah lieben soll. Und dann sagt er über die Gläubigen, das heißt die Leute, die sich dem Islam zuschreiben und den Glauben verinnerlicht haben, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, die sind in ihrer Liebe zu Allah heftiger. Das heißt, sie lieben Allah subhanahu wa ta'ala über alles. Und wenn du fragst, warum ist der Islam die schnellst wachsende Religion, dann liegt das wahrscheinlich, natürlich, Allah leitet recht, wen er will, liegt das wahrscheinlich auch an Leuten, die Allah mehr lieben als alles andere. Und deswegen versuchen die Menschen allesamt zum Islam zu rufen. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und hier kommt die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Ob Muslim oder nicht Muslim. Allah ist kein spezieller islamischer Gott, arabischer Gott, sondern Allah ist der Gott aller Menschen. Wir als Muslime, wir stellen uns Gott nicht als einen Menschen vor, als ein Bild vor. Weil viele ich war selber nicht Muslim gewesen, ich bin vor 8 Jahren zum Islam gekommen. Ich habe damals gedacht, Allah, das ist ein bestimmter arabischer Gott. Mit einem Turban oder reitet auf einem Kamel durch die Wüste, a'udhu billah. Aber das ist weit entfernt von dem islamischen Verständnis, von dem islamischen Konzept vom allmächtigen Gott. Denn der Islam sagt ganz eindeutig, dass der allmächtige Gott mit seinem Wesen, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Taten über unserer Vorstellungskraft ist. Allah sagt in Surah Shura, Vers 11, لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und er sagt in Surah Al-Maryam, Vers 65, dort sagt er, رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Also er sagte, der Herr der Himmel und der Erde und was dazwischen ist. فَعْبُدُ وَصْدَبِرْ لِعِبَادَتِي. So diene ihm und sei beständig im Gottesdienst ihm gegenüber. Und dann sagt er, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا. Kennst du jemanden, der seine Eigenschaften besitzt? Allah sagt in Surah 113, dort sagt er, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ. Niemand ist ihm gleich, niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, alles, was wir uns unter Allah vorstellen, ist er nicht. Deswegen haben einige von den Salaf gesagt, Salaf bedeutet, die frühen Generationen des Islam, sie haben gesagt, كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكْ فَاللَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ. Alles, was du dir vorstellst, so ist Allah anders. Warum? Weil alles, was du dir vorstellst, ist irgendein Bild, das du aus deiner Fantasie zusammengesetzt hast. Und deine Fantasie arbeitet immer mit Bildern, die sie schon gesehen hat. Aber Allah wurde von keinem Menschen gesehen. Mit den Augen.
und ist über unsere Vorstellungskraft. Das als erstes dazu. Wir sagen, und ich frage nochmal, sind wir wirklich, die heute hier sitzen, sind wir, können wir von uns sagen, dass wir Allah über alles lieben? Frag dich selber. Frag dich selber. Wenn irgendwas kommt, ja, weil wenn du sagst, du liebst Allah über alles, dann musst du ihm gegenüber auch bereit sein, das zu tun, was er von dir verlangt. Wenn du beispielsweise eine Frau hast und du liebst sie, dann bist du bereit, etwas zu opfern. Wenn du eine Frau liebst, bist du bereit, etwas zu opfern. Wenn du denkst, du würdest sie verlieren, außer wenn du diese oder jene Sache machst, dann wirst du es tun. Du wirst dich freuen, etwas für sie zu tun. Deswegen müssen wir uns fragen, wenn wir Allah über alles lieben, wie kommt es dann, dass wir Dinge tun, die Allah missfallen, aber andere Menschen lieben sie. Zum Beispiel, wie viele Jugendliche, ob Jungs oder Mädchen, haben uneheliche Beziehungen mit einem Jungen oder mit einem Mädchen? Wie viele? Warum? Weil er liebt das Mädchen oder den Jungen. Aber Allah hat es verboten. Das heißt, wir können annehmen, dass hier ein Mangel in der Liebe zu Allah ist. Natürlich, Fehler kann jeder machen. Das soll die Frage sein. Jetzt kommen einige Missionare heutzutage, und das seht ihr in jedem Buch von christlichen Missionaren, dort wird gesagt, dann wird dann erzählt, der ein oder der andere angebliche Muslim, der hat den Islam verlassen, und dann erzählt er seine Geschichte, warum er das Christentum angenommen hat. Sicherlich, ich bezweifle nicht, dass es Menschen gibt, die den Islam verlassen und Christen werden. Vielleicht sind das weniger als diejenigen, die das Christentum verlassen und den Islam annehmen. Aber ich bezweifle nicht, dass es Menschen gibt. Aber wenn ich dann ein Argument höre, wo jemand sagt, ja, ich bin Christ geworden, weil es im Islam keine Liebe zu Gott gibt, dann sage ich, sehr schön für dich, du warst nie Muslim gewesen. Du warst nie Muslim gewesen. Weil wenn du Muslim gewesen wärst, dann hättest du gewusst, dass der Muslim Allah über alles lieben muss. Nicht nur lieben, über alles lieben muss. Aber wenn du sagst, das gibt es nicht bei den Muslimen, dann hast du den Islam nie gekannt. Und glaub mir, die meisten Storys, die du da hörst, sind immer diese Ausrede. Ja, die Muslime glauben an einen grausamen Gott und die Christen glauben an einen lieben Gott. Das sind die schönen Seiten, ne? Aber wir sagen an Allah, ist alles schön. Wenn er bestraft, dann ist das gut. Warum? Weil damit manifestiert sich seine Gerechtigkeit. Und wenn er verzeiht, dann ist das gut. Weil dann manifestiert sich seine Barmherzigkeit. Das heißt, alles, was Allah tut, ist gut. Wir sagen nicht, das Bestrafen von ihm ist eine schlechte Eigenschaft und das Belohnen ist eine gute Eigenschaft. Sondern wir sagen, sowohl das Bestrafen als auch das Belohnen ist eine gute Eigenschaft, weil sich hier Eigenschaften von Allah manifestieren und alle Eigenschaften von Allah sind gut. Aber das ist etwas, was viele nicht verstanden haben. Wenn man aber dann beispielsweise mit Versen aus der Bibel kommt, wie zum Beispiel Matthäus 10, Vers 27 oder 28, wo steht, ihr sollt keine Angst haben vor denjenigen, die den Leib töten können, sondern ihr sollt Angst haben vor demjenigen, der Leib und Seele in das ewige Verderben der Hölle stürzen kann, ja, das will man da nicht so gerne hören. Gibt es auch eine Hölle, oder? Gibt es nicht nur Liebe, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen? Das nur dazu. Aber wir müssen uns fragen, steht Allah wirklich bei uns an erster Stelle? Woran denkt man, wenn man morgens aufsteht? Ist erstmal Geld, Frau, Auto, Haus, Beruf, Wirtschaftskrise, Partei, AMB-Party oder was? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du aufstehst? Gebet? Ist es, ich möchte mich Allah nähern? Oder ist es, ich muss mich beeilen, dass meine Frisur nachher bei der Arbeit gut steht? Ja, was ist das?
Was ist in deinem Herzen? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Und wann denkst du das erste Mal am Tag über den allmächtigen Gott nach? Das erste Mal am Tag. Und da können die meisten sagen, vielleicht ist hier in der Liebe ein kleiner Mangel. Und ich wollte sagen, wer Allah nicht liebt, ist kein Muslim. Wer Allah nicht liebt, ist kein Muslim. Das muss man ganz deutlich sagen. Allerdings ist die Liebe zu Allah eine andere Art von Liebe. Und sie zeigt sich und du beweist dir die Liebe zu Allah, indem du ihm gehorsam bist. In dieser Form beweist du dir deine Liebe. Deswegen sage ich heute zu jedem Muslim, der hier sitzt, lasst uns unsere Liebe zu Allah uns selber beweisen. Wenn wir heute hier rausgehen. Denn wenn du wirklich diese Liebe zu Allah hast, dann hast du zwei Arten von Nutzen. Der erste Nutzen ist der diesseitige Nutzen. Und der zweite ist der jenseitige Nutzen. Der diesseitige Nutzen ist, was ist der Beweis dafür, weil ich das sage oder weil irgendjemand das sagt. Der erste Nutzen ist, der Prophet a.s. sagt, فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي بَجَدَ بِهِنَّ فَحَلَاوَةِ الْإِيمَانِ. Drei Leute oder drei Eigenschaften, wer diese besitzt, der wird dadurch die Süße des Glaubens finden. Dann was sagt er als erster Stelle? أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. Dass Allah und der Gesandte ihm lieber sind als alles andere außer den beiden. Das ist die erste Eigenschaft. Dann wirst du die Süße des Glaubens schmecken. Und wenn du die Süße des Glaubens geschmeckt hast, deswegen, wir reden heute darüber, wie bekommst du die Liebe zu Allah? Wie kannst du deine Liebe zu Allah verstärken? Dann wird man nicht zu dir sagen, du musst Kopftuch tragen, du musst Schweinefleisch essen, du darfst kein Schweinefleisch essen oder du musst beten und du musst fasten und du darfst kein Alkohol trinken und du darfst keine Unzucht begehen, sondern wirst du sagen, ich will Kopftuch tragen und ich will fasten und ich will beten und ich will kein Schweinefleisch essen und ich will kein Alkohol trinken und ich will keine Unzucht begehen, weil ich Allah über alles liebe. Der ganze Spieß umgedreht. Es kommt jemand zu dir. Wie oft hört ihr das? Jemand kommt zu dir und sagt, warum müsst ihr denn Kopftuch tragen? Ja, meine Eltern, die haben gesagt, so und so, hin und her. Ja, bei uns im Islam, wissen Sie, die Schönheit der Haare, die müssen versteckt werden und so weiter. Ach ja, komm, so gut siehst du auch wieder nicht aus, dass du jetzt deine Haare verstecken musst. Nee, ich komme gerade auf das Thema. Ich komme gerade auf dieses Thema, weil wir hatten ja jetzt am 9. Mai hatten wir so eine Aktion gehabt in der Stadt, wo wir mit Männern und Frauen dahin gegangen sind. Da habe ich schon eine Frau, die hat uns dann geschrieben, ja, sie will nicht kommen, weil sie möchte keine Verführung für die Männer sein. Da habe ich gedacht, subhanallah, ey, die Frau mit Kopftuch, die ist jetzt hier die große Verführung geworden in diesem Land, oder wie? Ich habe gedacht, Mensch, du musst ja so schön aussehen, da können die Menschen, Männer sich gar nicht mehr beherrschen, wenn sie dich sehen. Ma? Da reißen sie dir förmlich, na komm, ich will... Nee, aber das waren einfach meine Gedanken, ja? Subhanallah. Naja, jedenfalls das ist der erste Sinn. Deswegen stell dir mal vor, dich fragt jemand, warum trägst du Kopftuch? Warum musst du Kopftuch tragen? Und du sagst, das ist eine falsche Frage. Du musst fragen, warum liebst du es, Kopftuch zu tragen? Ich liebe es, Kopftuch zu tragen, weil ich Allah liebe und Allah liebt das. Was will er jetzt noch sagen? Nee, glaube ich nicht, dass Allah das liebt. Dann sagst du zu ihm, ja, hier bei dir auf der Arbeitsstelle, was hat der Chef von dir? Allah ist mein Chef, mein Herrscher. Bei dir auf der Arbeitsstelle, da musst du jeden Tag mit der Krawatte... Was ist denn jetzt los? Was passiert?
Ist einer am Rumfummeln oder wie? Ich warte erst mal, bis es... Wer ist am Rumfummeln? Von alleine, waren bestimmt die Einzelmenschen. Stell dir mal vor, auf der Arbeit, der Chef sagt, du musst mit der Krawatte dahin kommen. Dann sagst du, der Chef ist mein Chef. Ich muss das tun, was mein Chef mir befiehlt. Da kommt keiner auf die Idee und sagt zum Chef, ja Chef, ich finde das aber blöd. Ich will lieber im Badeanzug kommen und in der Bank arbeiten. Warum? Oder in der Schwimmhose. Ja, oder im... Oder ich will lieber im Kanu als Kostüm, als Indianer verkleidet zur Arbeit kommen. Keiner kommt auf die Idee. Das heißt, warum, wenn Allah etwas befiehlt, fangen wir an, Fragen zu stellen. Wir können das doch in Frage stellen. Warum muss ich denn die Krawatte tragen? Warum? Was ist daran so toll? Warum die Krawatte? Ja, und jeder Mensch versteht, wenn der Chef sagt, so stellen wir keine blöden Fragen, sondern wir machen das einfach. Ist eine Körperverletzung, die Krawatte? Nö. Ist Kopftuch eine Körperverletzung? Nö, oder? Wird ja nicht gesagt, du musst Nagelschuhe anziehen, wo die Nägel in die Hornhaut reingehen oder so. Nee, ist keine Körper. Aber hier sehen wir, und das hat alles etwas mit der Liebe zu Allah zu tun. So. Jetzt, warum ist es so wichtig für uns, die Liebe zu verstärken? Wie kann ich das noch illustrieren? Die Liebe zu Gott. Guck mal. Immer wenn man eine Sache liebt, kann man in dieser Sache eine gute Leistung bringen. Wenn du eine gute Leistung zu Gott bringen willst, um ins Paradies zu gehen, musst du diese Arbeit lieben. Glaub mir, jeden Sportler, den du fragst, der bei Olympia gewonnen hat, du findest keinen einzigen, der sagt, wisst ihr was, der Sport macht mir keinen Spaß, den ich ausführe. Keiner. Du wirst von jedem sehen, dass er sagt, ich liebe diesen Sport. Deswegen kann er darin was leisten. Wenn er die Sache nicht liebt, kann er nichts leisten. Genauso in einer Sprache. Wenn du eine Sprache liebst, du willst sie gerne lernen für dich, weil du die Sprache magst, du wirst diese Sprache schnell lernen. Aber wenn du einfach im Unterricht, ja, du musst dir ein Fach aussuchen. Entweder Latein oder Französisch. Oh. Ja, okay, dann wähle ich Latein, habe ich zwar eigentlich auch keinen Bock drauf, aber der wird nicht gut werden in Latein. Zumindest nicht so gut wie derjenige, der diese Sprache wählt, weil er diese Sprache liebt. Und hier kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache, was viele Leute nicht verstanden haben. Ja? Denn wir haben verschiedene Motivationsfaktoren in der Religion, die uns dazu führen, gute Taten zu verrichten. Die erste ist Angst. Da sagen wir, viel Angst finde ich aber nicht schön. Das gefällt mir aber nicht. Das ist immer der Vorwurf. Ist immer der Vorwurf von christlichen Missionaren. Im Islam wird Angst vor der Hölle gemacht. Matthäus 10, Vers 27. Ihr sollt keine Angst haben vor denjenigen, der den Leib töten kann, sondern ihr sollt Angst haben vor denjenigen, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle schmeißen kann. Soll man da keine Angst haben? Ihr sollt Angst haben. Steht hier. Es wird da keine Angst haben, natürlich. Das heißt, es ist einfach nur dummes Gelaber auf gut Deutsch. Diese Taktik. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Jetzt fragen wir, widerspricht sich Liebe und Angst? Nein. Zum Beispiel der Vater, da hat man Angst, oder? Wenn man was ausgefressen hat. Ja, okay, bei der ganz anti-autoritären Erziehung vielleicht nicht. Wir sehen, wo die meistens endet. Aber es ist einfach so, man liebt seinen Vater, aber wenn man was ausgefressen hat, dann hat man Angst, dass man Ärger kriegt. Was hast du gemacht und hin und her. Ist einfach so. Der andere Motivationsfaktor ist die Hoffnung. Warum ist die Angst so wichtig? Wenn du nur Hoffnung hast, ja zum Beispiel Liebe für das Paradies, ja, dann wirst du vielleicht bei einer Sache, die verboten ist, sagen, ach ja, wird sowieso nichts passieren, ist nicht so schlimm. Deswegen ist die Angst sehr wichtig und die Hoffnung ist auch wichtig. Weil wenn du nur Angst hast und du hast jetzt eine schlechte Tat gemacht,
dann hast du keine Hoffnung mehr, dass dir vergeben wird. Aber der Muslim, der kann Hoffnung haben bis zur letzten Sekunde. Denn der Prophet Muhammad a.s. sagt, dass Allah bis zum letzten Atemzug die Reue von einem Diener annimmt. Und deswegen sagen manche Gelehrte, das ist wie so ein Vogel. Der eine Flügel ist die Angst und der andere Flügel ist die Hoffnung. Aber die wichtigste Motivation ist vielleicht die Liebe. Das heißt, du handelst aus Liebe, Angst und Hoffnung. Hoffnung, das Paradies zu erreichen, Hoffnung auf die Vergebung. Angst, wenn du eine schlechte Tat gemacht hast vor der Bestrafung. Und aus Liebe für den allmächtigen Gott. Und diese drei Faktoren sollen sich in einem Muslim treffen. Und es gibt einen Hadith, der, ich weiß nicht, ob der authentisch ist, den hat mal ein Sheikh in einer Fatwa erwähnt, dass am jüngsten Tag drei Leute zu Allah kommen und der eine sagt, der hat Gott aus Angst gedient und er wird ins Paradies hineingeleitet. Und der andere hat Gott aus der Hoffnung auf das Paradies gedient und er wird ins Paradies kommen. Und der andere hat Gott aus Liebe gedient und der aus Liebe gedient hat, kriegt die höchste Stufe. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Hadith authentisch ist, aber zur Motivation, wir sehen in der Realität, dass die Liebe die wahrscheinlich stärkste Motivation ist für den Muslim. Jetzt fragen wir uns, wie können wir unsere Liebe zu Allah verstärken? Wie können wir unsere Liebe verstärken? Und da werde ich vier Faktoren aufzählen, wie wir die Liebe verstärken können. Der erste Faktor ist, dass man Allah, dass man Gott kennenlernt. Denn was du nicht kennst, kannst du nicht lieben. Wenn jemand beispielsweise seine Frau liebt und ich frage ihn, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Wo wohnt sie? Weiß ich nicht. Wo kommt sie her? Weiß ich nicht. Was liebst du an ihr? Weiß ich nicht. Dann sagen wir, du hast gar keine Frau. Wenn einer ein Essen liebt, dann liebt er ein Essen, das er gegessen hat. Er sagt nicht, ich liebe das Essen, die mongolische Küche, die hat er noch nie probiert. Sondern er liebt etwas, was er kennt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Jetzt frage ich dich, wer ist Gott? Wer ist Allah? Beschreib ihn mal. Und glaubt es mir, sehr viele Muslime haben hier schon ihre ersten Probleme. Wenn du sie fragst, wer ist Gott? Wer ist das? Beschreib mir doch mal den allmächtigen Gott. Nenn mir einen Hadith. Eine Aussage vom Propheten a.s. Nenn mir ein Ayat aus dem Koran, dann fällt das einigen Muslimen nicht auf Anhieb ein. Wir haben so viel. Wirklich, alleine diese Frage, Allah kennenlernen, wir können jetzt bis morgen früh um 6 Uhr können wir so viele Hadith und Verse aus dem Koran aufzählen, wo Allah beschrieben wird. Und deswegen, was ich hier jedem als Tipp gebe, der hier ist, egal ob Muslim oder nicht Muslim, lese den Koran. Lese den Koran. Denn wenn du den Koran liest, dann wirst du deinen Gott kennenlernen. Bei mir damals, als ich den Islam angenommen habe, in erster Linie, weil ich den Koran gelesen habe. Und ich sage euch, auf deutscher Übersetzung, ich habe mir viele Fragezeichen gemacht, viele Dinge kamen mir komisch vor, die ich mir erstmal selber beantworten musste. Aber am Ende, obwohl ich die ungefähre Übersetzung deutscher Sprache gelesen habe, hat mich dieses Buch gepackt. Es hat mir dieses Bewusstsein gegeben, dass wir dort einen allmächtigen Gott haben. Es hat mir diese Fragen beantwortet. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was ist der Sinn deines Lebens? Warum gibt es Gut? Warum gibt es Böse? Deswegen empfehle ich jedem Muslim und Nicht-Muslim, den Koran zu lesen. Wenn er es nicht auf Arabisch kann, dann soll er es eben in einer anderen Sprache lesen. In Türkisch, in Albanisch, was auch immer. Und soll sich Notizen machen und Fragen stellen. Denn das wird ihnen helfen. Denn dies ist die Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und so viele Menschen siehst du, die durch das Lesen vom Koran auf diesen Weg gekommen sind. Und wenn du ihn nicht gelesen hast, dann frage ich dich ganz ehrlich. Du glaubst, dass der Koran das Licht ist, was Allah herabgesandt hat. Dass der Koran die Botschaft ist, die ins Paradies führt. Der beste Lohn überhaupt, warum hast du ihn noch nie gelesen? Wenn ich dir ein Buch geben würde, wo drin steht, so verdienen sie 10.000 Euro in den nächsten 3 Monaten, das hast du nach 2 Tagen durchgelesen.
Du kannst gar nicht mehr schlafen vor lauter Leselust. Was mit dem Koran? Im Koran steht nicht drin, wie kriegst du 10.000 Euro, die du morgen wieder ausgegeben hast. Steuer und hin und her und ein paar Red Bull gekauft an der Tankstelle, schon ist das Geld wieder weg. Nichts davon gekauft. Sondern hier hast du das ewige Leben. Das wird beschrieben, wie bekommst du das ewige Leben? Und übrigens, Brüder, während dem Vortrag geht man nicht mit Spendenboxen durch. Das lenkt die Leute ab. Weil ich wundere mich die ganze Zeit, was ist hier für eine Unruhe reingekommen? Muss man direkt mal gucken. Inshallah. So, und wenn wir jetzt, genauso ist es beispielsweise mit einem Fußballer. Ja? Man liebt ihn wegen bestimmten Eigenschaften. Wir sehen das doch um uns herum. Bestimmte Stars werden wegen bestimmten Eigenschaften geliebt. Der eine ist ein guter Fußballer, der eine ist ein guter Boxer, der kann die Leute umhauen, ja, findet man cool. Der eine ist ein guter Sänger, der eine oder die andere sieht gut aus. Diese Leute werden von Millionen von Menschen verehrt und geliebt. Aber sie sind nichts gegen den allmächtigen Gott. Aber man, was ich damit sagen will ist, man liebt sie wegen ihren Eigenschaften. Deswegen schau doch einfach mal im Koran, wie die Eigenschaften von Gott sind. Womit fangen wir an? Mit dem gewaltigsten Vers im Koran. Sure 2, Vers 255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, es gibt keinen Gott neben ihm, der ewig Lebendige. Das heißt, der war niemals tot und wird niemals sterben. Al-qayyum, der aus sich selbst bestehende. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Jeden anderen, den du kennst, der wird müde. Aber Allah wird niemals müde, weil er allmächtig ist, weil er die Kraft hat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ihm gehört, was im Himmel ist und was auf Erden ist. Alles, auch du, bist Besitz von Gott. Guck mal, wie viele Leute werden verehrt, weil sie vielleicht viel Geld haben. Oh, boah, super, guck mal, was der für ein Auto hat. Oh, 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 oh. Wird verehrt. Der hat auf einmal Anhänger. Ja. Brauchst du nur auf YouTube so einige Freaks reinzuziehen. Ja. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'ithni. Wer kann bei ihm Fürsprache einlegen? Ohne seine Erlaubnis. Wasiya kursiyyu as-samawati wal-ard. Sein Fußschemel übertrumpft, umfasst Himmel und Erden. Das ganze Universum und noch mehr, was wir gar nicht kennen. Größer als dies. Und dann sagt er, wa la ya'udu hifdhuhuma. Und ihm macht es keine Schwierigkeit, diese beiden, Himmel und Erden, das Universum, zu erhalten. Wenn Allah eine Sekunde das Himmel und Erde nicht erhalten würde, wären wir alle verloren. Guck mal, alleine dieser Vers. Guck mal, alleine diese Eigenschaft. Sure 113. Kul hu Allahu ahad. Sprich, er, Allah, ist einzigartig. Allahu samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulid. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Und niemand ist ihm gleich. Beispielsweise. Oder Sure 59, Vers 22, 23, 24. Allahu la ilaha illahu. Allah, es gibt keinen Gott neben ihm. Alimul ghaybi wa shahada. Der Wissende des Offenbaren und des Verborgenen, von allem. Hur Rahman ur Rahim. Er ist der Al-Abama, der Barmherzige. Hu Allahu ladhi la ilaha illahu. Er ist Allah, neben dem es keinen Gott gibt. Al-Malikul Kuddusu Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Was? Der Al-Malik, der Herrscher, Al-Qudus, der Heilige, Al-Salam, der Friede, der Friedenbringer, Al-Mu'minu, der Sicherheit gewährt, Al-Muhaymin, der Wächter, der über alles wacht, Al-Azizu, der Allmächtige, Al-Jabaru, der Gewaltinhaber, Mutakabbir, der Stolze. Subhanallah, amma yushrikun. Gepriesen sei Allah über das, was ihm zugesellen. Guck dir diese Verse an. Guck dir an, was Allah im Koran sagt. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَحْيَ بِخَلْقِهِنْ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَيُّحْيِ الْمَوْتَ.
Haben sie nicht gesehen? Wissen sie nicht, dass Allah derjenige ist, der Himmel und Erde erschaffen hat und nicht müde dadurch geworden ist? Wissen sie nicht, dass er die Macht dazu hat, die Toten lebendig zu machen? Bella. Innahu ala kulli shay'in qadir. Bella, doch. Innahu ala kulli shay'in qadir. Er hat Macht über alle Dinge. Er hat wahrlich Macht über alle Dinge. Schau dir diese Beschreibungen an. So kommen wir bis, das ist nur seine Eigenschaft. Dann gibt es verschiedene andere Eigenschaften. Allah sagt in einem heiligen Hadith, Yabn Adam, o Sohn Adams, damit sind sowohl Männer als Frauen gemeint. Innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Solange du mich anrufst und mich bittest, werde ich dir das vergeben, was von dir ist, und werde es nicht beachten. Yabn Adam, o Sohn Adams, lau belagat dhunubuka anana as-sama'i, wenn deine Sünden bis zum Himmel gehen, ثُمَّ اسْتَفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. Und du mich dann um Vergebung bittest, ich werde dir vergeben. يَبْنَ آدَمْ لَوْ أَتَيْتَنِي بِكُرَابِ الْأَرْضِ خَتَايَا. O Sohn Adams, wenn du zu mir kommst mit so vielen Sünden wie die ganze Erde, ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. Dann triffst du mich und du hast keinen Schirk begangen. لَأَتَيْتُكَ بِكُرَابِ الْمَغْفِرَةِ. Dann werde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Deswegen, was Gott von uns verlangt hat, um das Paradies zu bekommen, ist, bete nur ihn alleine an. Und da frage ich jeden Nicht-Muslim und auch Muslim, wenn du an einen Gott glaubst, der ewig ist, unabhängig ist, warum sagen wir nicht, ja, das ist der, den wir alleine anbeten? Nicht Jesus, nicht Mohammed, nicht den Stein, nicht ein Bein, nicht ein Berg, nicht ein Kreuz, sondern nur Gott alleine. Und das ist einfach. Das ist Ashadu an la ilaha illallah. Da hat man die ersten Teil der Shahada schon gesagt. Das dazu. Und Allah sagt noch, was sagt er noch? Inna Allah ashadu farahan bitawbati ahadikum bitawbati ahadikum min ahadikum bidalatiha idha wajadaha. Allah, und das soll wirklich, jeder soll sich das heute hier merken, der hier sitzt. Wir haben hier sicherlich heute viele Leute, die vielleicht schlechte Sachen gemacht haben. Wir haben vielleicht Muslime hier, die weit weg sind vom Weg, die vielleicht Unzucht begangen haben, nicht beten. Aber du sollst wissen, wenn du heute hier rausgehst, hier aus dieser Tür da vorne, und du nimmst dir vor, heute werde ich mich ändern. Heute werde ich ein anderer Mensch werden. Dann freut sich Allah über dich mehr, als jemand, der in der Wüste ist, und sein Reittier ist verloren gegangen mit all seinem Proviant. Und er ist bereit zu sterben. Er denkt, er stirbt jetzt. Und dann, kurz bevor er stirbt, findet er sein Reittier wieder. Allah freut sich mehr darüber. Deswegen soll hier heute keiner rausgehen ohne. Seht ihr, hier haben wir eine Eigenschaft von Allah gelernt heute, die uns vielleicht hilft, auf den richtigen Weg zu kommen. Subhanallah. Wir müssen Allah kennenlernen. Es gibt leider einige Leute, die wirklich Gott nicht kennenlernen, nicht kennen. Ich habe einmal eine Theologin gehört, oder eine Theologin, die hat gesagt, nachdem das Tsunami-Unglück war, wisst ihr, was die gesagt hat? Diese Flut. Sie hat gesagt, ja, warte, Gott, der soll mal abwarten. Wenn ich den am jüngsten Tag treffe, der muss sich warm anziehen. Theologin. Da sagen wir nur, du hast Gott niemals kennengelernt. Du hast Gott niemals kennengelernt. Da kommen wir gleich noch zu einem anderen Thema. Der Dajjal, der wird am jüngsten Tag, der wird kurz vor dem jüngsten Tag kommen. Der wird ein Paradiesgarten bei sich haben. Ein riesen Zeichen wird er bringen. Leute in Zweischneiden wieder zusammenbringen. Der ist tot, wieder zum Leben erwecken. Aber der ist ein Verfluchter, ein Satan. Aber viele Menschen werden ihn dann anbeten, weil sie sehen Eigenschaften. Aber er hat ein Auge wie eine aufgeblasene Weintraube. Und die Gläubigen werden wissen, dass der allmächtige Gott niemals so aussieht. Hässlich ist. Sondern sie werden wissen, dass der allmächtige Gott über unserer Vorstellungskraft ist. Im positiven Sinne. Das zum ersten Teil. Das war die erste Eigenschaft, Allah kennenlernen. Wir fassen zusammen. Jeder sollte sich vornehmen, den Koran zu lesen. Zweite Sache.
Zweite Sache ist, darüber nachzudenken, was der allmächtige Gott uns alles im Diesseits gegeben hat. Schaut euch an, was wir alles haben. Wirklich, mal ganz banale Sachen. Unsere Haut, unsere Gesundheit, unsere Augen, unsere Ohren, unser Hören, unser Sehen und so weiter. Wenn eine kleine Sache aussieht, du hast nur den kleinen Finger gebrochen, schon hast du Probleme. Ich gebe euch mal ein ganz banales und witziges Beispiel. Ich habe damals in Mekka studiert und ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Wir hatten dort eine Toilette gehabt, ja. Da waren so viele Kakerlaken in dieser Toilette, ja. Und wir haben die Toilette bestimmt mit 50 Mann haben wir eine Toilette geteilt. Du kannst dir vorstellen, jedes Mal, wenn du auf Toilette bist, kommt irgendjemand und ist an der Tür am Klopfen. Oh. Boah, du willst kurz deine Ruhe haben, bumm, ist schon wieder einer an der Tür am Klopfen. Hey, warte doch mal. Wirklich, ich habe mir nachher so gewünscht, ja, guck mal, eine Toilette. Ich habe mich nachher, bin ich umgezogen, da hatte ich eine Toilette für mich alleine. Ich habe mich so über die Toilette gefreut, dass ich endlich meine Ruhe habe und eine eigene Toilette, wo ich nicht Angst haben muss, dass draußen wieder jemand steht und sagt, komm raus hier, ich will auch auf Toilette. Das sind so kleine Beispiele. Das sind so kleine Sachen. Aber glaub mir, das, was wir von Gott bekommen haben, da kannst du Tag ein und Tag aus beten, Tag ein und Tag aus beten, du kannst es ihm nicht zurückgeben. Kannst du nicht. Und deswegen auch die Krankheit. Hätten wir die Gesundheit erkannt, wenn es die Krankheit nicht gäbe? Das ist eine Weisheit. Subhanallah, vom allmächtigen Gott. Das ist eine Weisheit vom allmächtigen Gott. Hätten wir es erkannt? Nein, wir hätten es nicht erkannt. Und deswegen müssen wir dankbar sein. Alles, was er uns gegeben hat. Aber schau dir an, wie dankbar wir sind. Wenn wir beispielsweise einen Arbeitgeber haben, ich sage ja, der Arbeitgeber, da macht man alles für. Man, gerade jetzt in der Krisensituation, wenn man eine Arbeit gefunden hat, oh, da ist man so dankbar über diese Arbeitsstelle und so weiter und so fort, ja. Oder wenn einer irgendwie, wenn man einen findet, der einem immer etwas gibt und einem hilft und so weiter, man ist sehr dankbar. Aber Allah hat diesen Menschen erschaffen und bestimmt, dass er dir helfen kann. Aber wo ist die Dankbarkeit gegenüber Allah? Wo ist die Gehorsam gegenüber Allah? Stell dir mal vor, der Arbeitgeber, der würde jetzt sagen, ich hätte gerne, dass alle Frauen bei mir auf der Arbeit Kopftuch tragen. Da würde jede Frau sofort das Kopftuch tragen. Die würde sogar das Gesichtsschleier tragen auf der Arbeit. Wenn er sagen würde, ja, Sie müssen bei uns auf der Arbeit Gesichtsschleier tragen, würde ich sagen, okay, kein Problem, ich kriege doch von dem hier, kriege ich doch 1000 Euro im Monat, ne? Dann muss ich das halt anziehen. Hier, der allmächtige Gott hat dir alles gegeben. Hier ist das Bewusstsein, kennst du Allah wirklich? Dann sag dir heute, ab heute lebe ich nur noch für Allah. Und alles, was er mir befiehlt, werde ich durchsetzen und machen. Und hebe deine Hände zum Himmel und sage, oh Allah, helfe mir, diese Taten zu verrichten. Helfe mir, dir gehorsam zu sein. Denn du hast mir alles gegeben. Helfe mir, dir gegenüber dankbar zu sein. Dann geht es weiter. Ja. Das waren jetzt die diesseitigen Dinge, sagen wir mal, die nicht religiösen Dinge, die wir von Gott bekommen haben, dass er uns Gesundheit gegeben hat und so weiter und so fort, wofür wir ihn auch lieben. Jetzt kommen andere Dinge. Jetzt kommt die Religion, die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat. Ganz klar. Er sagt in Sure 5, Vers 7, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion für euch vervollkommnet. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und meine Gnadengaben an euch vollendet. Vervollständigt. Das heißt, der Islam. Wa raditu lakum al-Islam ad-din. Und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Als ich jetzt über diese ganze Situation nachgedacht habe, mit der Toilette und so weiter, da habe ich darüber nachgedacht, über mein Zimmer in Saudi-Arabien, wo ich gelebt habe. Und da hatte ich einen Zimmerkameraden aus Katar. Und da kann ich mich erinnern, wir haben uns damals unterhalten. Da haben wir gesagt, stell dir mal vor, und das kann natürlich nur derjenige sagen, der Islam wirklich kennengelernt hat, nicht derjenige, der sich nur Muslim nennt. Er hat gesagt, stell dir mal vor, es gäbe keinen Islam. Und da saß ich und dachte, boah,
Stell dir vor, es gäbe keinen Islam. Boah, was wäre das Leben grausam. Boah, stell dir mal vor, boah, wir haben es jetzt so gut mit Gebet, Ordnung im Leben, Perspektive, Hoffnung. Wir wissen, was nach dem Tod passiert und so. Ja, stell dir vor, das gibt's nicht. Grausam. Und ich sage ganz ehrlich, ich war vorher nicht Muslim gewesen. Ich habe ganz normal gelebt wie jeder andere Nicht-Muslim. Disco, Misco, hin, her, kreuz, quer. Ja, alles Mögliche, Party und so weiter. Ja? Und hättest du mich damals gefragt, bist du glücklich? Hätte ich gesagt, ja klar. Warum nicht? Hab einen coolen Wagen, Cabriolet, fahr durch die Gegend, coole Mucke angemacht und so. Viele Freunde über, wo ich hingehe, hey, alles klar und so weiter. Ja. Mir geht's doch gut. Wo ist das Problem? Aber jetzt im Nachhinein sieht man, dass einem ein riesengroßer Brocken gefehlt hat. Denn das ist das, was der Islam dir gibt. Kennst du einen Menschen, der vielleicht dem ein schlimmes Unglück passiert und der sagt, Gott sei Dank? Das findest du nur bei den Muslimen. Ich kenne keinen anderen, habe ich noch nie erlebt. Ich kenne jemanden, der hat einen Unglücksfall in der Familie, dass seine Tochter auf der Intensivstation ist und er weint vor Freude, dass Allah, natürlich hat er Sorge um sein Kind, aber der weint vor Freude, weil Allah ihn auf die Probe gesteckt hat. Hast du so etwas jemals irgendwo erlebt, außer im Islam? Mit den Höhen des Lebens auszukommen ist einfach, aber jeder Mensch hat Tiefen. Schau dir die ganzen Stars an. Whitney Houston, früher der große Star. Wer kennt Whitney Houston nicht? Ja, sind einige dabei, die sie nicht kennen. Weil ich bin mittlerweile eine andere Generation geworden. Ich bin jetzt schon 30 Jahre alt. Wenn ich jetzt manchmal von irgendwelchen Leuten rede, die vor 10 Jahren in waren, dann haben jetzt viele Leute, die wissen gar nicht mehr, wovon ich rede. Was ist mit dem Paradies? Bei vielen Leuten, wenn man denen vom Paradies erzählt, da kommt nicht so diese Hoffnung auf, das Paradies wirklich zu wollen, weil sie es gar nicht kennen. Damals, vor einer Schlacht, der Prophet a.s. sagt, wer jetzt stirbt, der wird ins Paradies hineingehen. Da nahm ein Gefährte seine Dattel, schmiss sie weg und lief ins Schlachtfeld hinein. Und er sagte, an ishtu hatta akula hadhi thamarat. Der sagt, wenn ich so lange leben würde, um diese Dattel noch zu essen, das wäre ein viel zu langes Leben, wäre das. Das heißt, weil der wusste, weil der das Paradies gesehen hat. Was sagt der Prophet, dass Allah sagt, Inni adattu li ibadi salihina, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khata ala qalbi bashar. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, egal was du dir vorstellst, das Paradies ist besser. Wenn du das verstanden hast, was Allah für dich, das hat Allah für dich gegeben, hast du das Paradies gebaut? Was hast du Besonderes dafür getan? Was hat er von dir erwartet, dass du das Paradies bekommst? Der Prophet s.a.w. sagt zu Umar Hatib bin Jabal, hier muss man genau zuhören, das ist das, was Gott von dir verlangt hat. Er sagt, atadri ma haqqullahi ala ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist und das Recht der Diener gegenüber Allah? Mu'az ibn Jabal sagt, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Daraufhin sagt der Prophet, haqqullahi ala ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Das Recht der Diener gegenüber, das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist es, dass sie ihn alleine anbeten. Und dann sagt er, وَحَقُّ الْعِبَارِ عَلَى اللَّهِ أَلَا يُعَذِّبَ مَا لَا يُشْرِكُ بِي مَنْ لَا يُشْرِكُ بِي شَيَا. Und das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass er denjenigen nicht bestraft, der ihm niemand beigesellt. Das heißt, bete nur Gott an, so wie der Prophet Muhammad a.s.w. gezeigt hat, und du hast die Garantie, dass du ins Paradies hineinkommen wirst. Der Prophet s.a.w. sagt, fünf Gebete hat Allah den Gläubigen bei Tag und der Nacht vorgeschrieben. Und wer daran festhält, der hat einen Vertrag bei Allah, dass er ihn ins Paradies führt.
5 Gebete am Tag mit der richtigen Nia. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Wer das nicht macht, der hat keinen Vertrag. Wenn er will, bestraft er, wenn er will, wird er vergeben. Jetzt frage ich, du, der nicht betet. Wenn ich dir sagen würde, ich habe eine Arbeit für dich, wo du 5-mal am Tag 10 Minuten arbeiten musst, dann kriegst du 1000 Euro im Monat. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, boah, super. 5-mal am Tag, 5 Minuten, ist ja gar nichts. Das ist eine Stunde Arbeit am Tag. Ich arbeite momentan 8 Stunden am Tag. Und muss dann auch noch jede Woche zur Arge laufen, um Wohngeld zu beantragen. Und die gehen mir tierisch auf den Keks. Was ist, wenn ich dir sage, 10.000 Euro? Der wird sagen, 10.000 Euro? Ist da was Kleingedrucktes? 10.000 Euro, 50 Minuten Arbeit am Tag. Was ist, wenn ich dir sage, 1 Million Euro am Tag für 5-mal am Tag beten? Für 5-mal am Tag 10 Minuten arbeiten. Aber Allah, was gibt der dir dafür? Das Paradies. Willst du das Paradies? Guck mal, für diese kleine Sache. Wer hat heute noch eine Ausrede, hier rauszugehen und zu sagen, ich bete nicht? Keiner. Keiner. Weil du würdest 100% jede Arbeit annehmen, die dir so ein Angebot macht. Und Allah, der gibt dir für diese Sache das Paradies. Deswegen geh heute hier raus und bete. 5-mal am Tag. Vielleicht schaffst du es am Anfang nicht. Aber mit der Zeit wird das Gebet dein Herz reinigen. Inshallah. Und dann wird es dir leichter fallen. Und es wird dir helfen. Geh heute hier raus und bete. Mach heute Dua, wenn du nach Hause kommst. Sagst, oh Allah, helfe mir am Gebet festzuhalten. Denn niemand kann dir helfen, außer der allmächtige Gott. Tue dies. Das ist das, was es im Paradies gibt. Was ist das, was ist die Alternative dazu? Schaut euch an, was Allah sagt, das Alternative zum Paradies. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. Das Beispiel von dem Paradies, das den Gottesfürchtigen versprochen wurde, sind Bäche, Flüsse von reinem Wasser, das nicht schal wird. Und Bäche von Milch, das gibt es im Paradies, wo die Milch ihren Geschmack nicht verändert. Und Bäche von Wein, der köstlich ist für die, die es trinken. Anderer Wein als hier im Diesseits. Und dann sagt er, und Bäche, Flüsse von reinem Honig. Und dort gibt es sie für allen Früchten und Verzeihung von ihrem Gott. Und dann sagt er, also ist das das Beispiel? Ist derjenige so, ist derjenige so wie der in der Hölle für Ewigkeit bleibt, in dem Feuer? Und der zum Trinken kochend heißes Wasser bekommt, was seine Gedärme zerreißt. Das ist die Alternative. Und wie gesagt, Gott hat dir so eine leichte Möglichkeit gegeben, das Paradies zu erreichen. Die nächste Möglichkeit, die wichtig ist, um Gott zu lieben, ist, dass man mit den richtigen Leuten sitzt. Es färbt förmlich ab. Versucht euch eine Umgebung zu schaffen, wo ihr mit Leuten zusammen seid, die Religion praktizieren. Hier, ihr, die aus Stuttgart kommt. Wir haben eine Moschee in Sindelfingen, eine Moschee in Zuffenhausen, wo wirklich Brüder sind, die sich Mühe geben, wo Schwestern sind, die sich Mühe geben. Wir haben auch hier Schwestern aus, was? Nicht mehr Zuffenhausen, wo? Botnang oder so, ja. Botnang, Meschraber. Dann haben wir hier Schwestern aus Schorndorf, in der Nähe von Stuttgart, für denjenigen, der interessiert ist. Wir haben ja auch noch einen Bruder, der auch Islamstand hier anbietet, wo auch viele hingehen. Mashallah, möge Allah diese Brüder und Schwestern alle belohnen. Deswegen, es gibt einige Möglichkeiten, versucht diese Umgebung einzugehen. Denn der Prophet, a.s.w., sagt, dass derjenige, der mit einem guten Menschen sitzt, ist wie jemand, der mit einem Mistverkäufer sitzt. Mist, das ist eine schöne Art von Parfüm.
Du sitzt dort und selbst wenn du nichts kaufst, du wirst etwas Schönes riechen. Dieser schöne Geruch wird abfärben. Oder er wird dir etwas geben oder etwas an deine Kleidung ranmachen, sodass du gut riechst. Und derjenige, der mit dem Schlechten sitzt, ist wie jemand, der mit dem Schmied sitzt. Entweder ein Funken kommt auf seine Kleidung oder seine Kleidung stinkt danach. Das heißt, wenn du in der falschen Umgebung bist, dann wird dein Herz verfinstern. Versuche, deine Umgebung zu verbessern. Das ist eine Medizin. Das ist eine Medizin. Und schaue an, mit wem du rumhängst. Denn der Prophet alayhi salatu wassalam sagt, Al-Marru al-Dini Khalili. Eine Person hat die Religion des besten Freundes. Fal-Yanzur ahadukum man yukhalil. So soll jeder gucken, wen er als guten Freund nimmt.